Moin Leute, es gibt noch ein Video. Es geht jetzt um Funktionfolgen und wie wir mit denen umgehen können. Eigentlich ist eine Funktionfolge auch nur genau das, was der Name schon sagt. Eine Folge, in der statt Zahlen halt Funktionen die Glieder sind. Und wenn ihr das x in einer Funktion immer auf den gleichen Wert setzt, habt ihr einfach wieder eine stinknormale Folge. Wir können uns aber auch fragen, ob für jedes x, das wir einsetzen können, die Folge gleich schnell konvergiert. Und das bringt uns zu den unterschiedlichen Begriffen der Konvergenz. Einerseits der punktweisen, andererseits der gleichmäßigen. Die punktweise Konvergenz ist eigentlich nur die alte, die wir auch bei den bekannten Potenzreihen aus Anna 1 hatten. Wir wählen uns also ein Epsilon, fixieren unser x und wählen dann in Abhängigkeit von unserem x ein Groß n, sodass ab diesem der Abstand zum Grenzwert kleiner ist als Epsilon. Bei der gleichmäßigen Konvergenz fragen wir uns stattdessen, ob unser gewähltes Groß n auch für alle x genügt. Offensichtlich folgt daraus, dass wenn es für alle x genügt, dann auch für ein spezielles. Die Umkehrung muss natürlich nicht gelten, also folgt aus der gleichmäßigen die punktweise Konvergenz, aus der punktweisen aber nicht unbedingt die gleichmäßige. Um jetzt ein bisschen besser mit den Begriffen hantieren zu können, hier mal ein Beispiel. Okay, in der ersten Aufgabe haben wir eine konvergente Folge xn, eine Funktionfolge auf einem beschränkten reellen Intervall und die Funktionen sehen einfach aus, dass fn das t aus dem Intervall auf t mal xn schickt. Und wir sollen jetzt zeigen, dass es punktweise und gleichmäßig konvergiert. Als erstes gucken wir uns mal den Punkt t gleich 0 an. Für t gleich 0 ist, egal was wir einsetzen, fn von 0 ist einfach 0 mal xn, also ist das 0, egal für welches n. Deswegen konvergiert diese Funktion punktweise gegen den Wert f von 0 gleich 0. Für t ungleich 0 können wir uns das jetzt ein bisschen anders angucken. Da xn gegen halt von uns gewählt ist, wenn jetzt einfach mal x den Grenzwert gegen x konvergiert, können wir sagen, wir schreiben einfach mal auf, was es bedeutet zu konvergieren. Also für alle Epsilon Schlange größer 0 existiert ein n, sodass für alle nachfolgenden ganzen Zahlen der Abstand zwischen xn und x kleiner ist als Epsilon. Somit ist also auch für klein n größer gleich groß n. Der Abstand zwischen f von t minus f von t und der ist ja einfach txn minus, ja, jetzt müssen wir uns eine Funktion setzen und wir vermuten mal, dass es gegen die Funktion t mal x konvergiert und beweisen es dann. Der ist auf jeden Fall dann das gleiche wie t kommt in beiden vor, deswegen können wir es rausziehen. Also ist das Betrag t mal Betrag xn minus x. Und das ist kleiner als Betrag t mal Epsilon Schlange. Okay, und jetzt die punkteweise Konvergenz zeigen zu können. Müssen wir irgendwie fn t minus f von t kleiner als Epsilon erlangen. Deshalb wählen wir
Epsilon Schlange kleiner als Epsilon durch Betrag t. Da t ungleich 0 ist, geht das. Und was wir jetzt nutzen, ist halt genau diese Konvergenz von xn. Das heißt, da xn gegen x konvergiert, erhalten wir nach der Zeile oben ein groß n Element der natürlichen Zahlen, ab dem der Betrag xn minus x unter Epsilon Schlange fällt. Und somit ist der Betrag fnt minus f von t kleiner als der Betrag t mal Epsilon Schlange. Und das ist jetzt, kann man jetzt direkt zwei Zeilen rübersehen, kleiner als Epsilon. Das ist das für die punktweise Konvergenz. Also für die gleichmäßige Konvergenz. Nutzen wir das T in einem Intervall AB lebt. Jetzt können wir natürlich sagen, der Betrag von t ist dann natürlich kleiner als das Maximum von Betrag a und Betrag b. Den nennen wir jetzt einfach mal c. Wer es jetzt nicht verstanden hat, einmal kurz nachdenken, das ist eigentlich relativ trivial. Das heißt, wir können uns jetzt das Epsilon Schlange einfach mal als Epsilon durch c wählen. Und wenn wir jetzt dann das obere wieder nutzen, genauso wie bei der punktweisen Konvergenz, erhalten wir für dieses Epsilon-Schlange ein groß n, ab dem sowohl der Betrag xn minus x kleiner als Epsilon-Schlange ist. Also für alle n größer gleich n. Und als, ab dem ist auch der Fehler fnt minus f von t kleiner als der Betrag von t mal Epsilon Schlange. Bisschen falsch aufgeschrieben, nochmal klein. Und das ist ja jetzt das Gleiche. Wir setzen es einmal ein, Betrag t durch c. Und wir wussten ja auf jeden Fall, t ist kleiner, oder der Betrag von t ist kleiner als c. Deswegen ist das kleiner gleich 1. Ich schreibe nochmal die Begründung dazu. Dementsprechend ist das hier kleiner gleich Epsilon.
Damit wäre auch schon die gleichmäßige Konvergenz bewiesen, weil wir ja jetzt das für alle t gezeigt haben. So, jetzt zweite Frage in der Aufgabe war, was passiert, wenn wir statt dem Intervall AB die gesamte reelle Achse betrachten? Und der Beweis der punktweisen Konvergenz, der bleibt unverändert. Wir haben da ja auch einfach nur das t festgehalten und ja, wenn ihr den Beweis nochmal anguckt, ist er ein und derselbe. Okay, das heißt, wir müssen noch widerlegen, dass er gleichmäßig konvergiert, also zur nicht vorhandenen gleichmäßigen Konvergenz. Wir wählen uns jetzt ein Epsilon größer als 0, unter das wir erstmal fallen wollen. Und jetzt machen wir einfach wieder widerspruchsweise. Also angenommen, es gäbe ein Groß N aus den natürlichen Zahlen, welches die Bedingung für die gleichmäßige Konvergenz erfüllt. Also dass für alle n größer gleich n und t aus den reellen Zahlen der Fehler fnt minus ft im Betrag, was das gleiche ist, was wir schon ausgerechnet haben, also Betrag t mal xn minus x, kleiner als epsilon ist. Wenn er das erfüllt, dann wäre für ein beliebiges y aus den reellen Zahlen, also wir setzen einfach y statt t jetzt einmal ein und dann wissen wir, dass es auf jeden Fall auch kleiner ist als ein Epsilon. Und den Fehler an der Stelle nennen wir jetzt einfach mal c. Nun können wir aber jetzt auch mal statt y 2y einsetzen. Und dann sehen wir eine Abschätzung, dass rauskommt, dass 2c ebenfalls kleiner sein muss als Epsilon. Und das können wir halt für alle 2 hoch k machen. Das heißt, wir können exponentiell groß werden und trotzdem immer noch kleiner sein als Epsilon. Und wenn wir uns jetzt das k entsprechend groß wählen, also 2 hoch groß k größer als Epsilon durch c, dann ist auch der Fehler an der Stelle 2 hoch k y. Was ja ebenfalls eine reelle Zahl ist. Der wäre dann 2 hoch kc, genauso wie oben. Und setzen wir jetzt ein, was genau eine Zeile drüber steht, sehen wir den Widerspruch, dass das ja auf jeden Fall größer ist als Epsilon, obwohl es gleichzeitig kleiner sein soll als Epsilon. Das ist unser Widerspruch. Das heißt, wenn wir auf der reellen Achse sind, haben wir zwar die punktweise Konvergenz erhalten, die gleichmäßige ist aber verschwunden. Okay, gucken wir uns noch eine weitere Aufgabe an, und zwar die Aufgabe 5. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, um punktweise und gleichmäßige Konvergenz mal zu sehen. Die punktweise
Nachweise Konvergenz eines Punktes x ungleich 0 ist schnell bewiesen. Wir müssen eigentlich nur darauf warten, bis x außerhalb des immer kleiner werdenden Intervalls von minus 1 durch n bis 1 durch n liegt. Dort haben wir 0, dann sind wir schon fertig. Für die gleichmäßige können wir jetzt nutzen, dass die Höhe der Beule unten immer kleiner wird. Okay, erstmal die Stetigkeit sollte relativ einfach sein. Wir haben beide Funktionen, also sowohl die 0 als auch x² minus 1 durch n², ist stetig. Und wenn wir die Stellen 1 durch n einsetzen, also die Sprungstellen, dann sehen wir, dass da keine Sprünge sind, sondern beide Funktionen an der Stelle 0 sind. Deswegen ist die relativ einfach. Also betrachten wir jetzt erstmal einen Punkt x ungleich 0. Setzen wir jetzt also n größer gleich 1 durch x. Dann ist durch einfaches Umstellen x auf jeden Fall größer gleich 1 durch n und liegt damit entweder auf dem Rand oder eigentlich außerhalb des Intervalls, in dem überhaupt irgendwas passiert. Das heißt auch direkt schon, dass fn von x ab diesem n gleich 0 ist. Das bedeutet auch, dass fnx minus unsere Grenzfunktion, die ja 0 sein soll, ist, ja okay, es ist 0 eingesetzt, dann hast du 0 minus 0 und kriegst als Wert halt 0 für alle n größer gleich 1 durch x. Also ab dann gilt das für jedes. Okay, damit hätten wir jetzt schon mal für normale x, also für x ungleich 0, die punkteweise Konvergenz bewiesen. Für x gleich 0 müssen wir es ein bisschen anders machen, aber wir hatten ja gesehen, dass auf jeden Fall der Hügel bei x gleich 0 liegt. Wenn wir jetzt x gleich 0 eingeben, dann ist das einfach minus 1 durch n zum Quadrat. Und das muss ich euch jetzt quasi nicht erzählen. Wenn wir 1 durch n zum Quadrat in den Limes schicken, dann wisst ihr, geht das gegen 0. Also konvergiert fn punktweise. Und zwar für alle x. Also x ungleich 0 haben wir oben gezeigt, x gleich 0 jetzt noch so auf dem Display sehend. Okay, dann kommen wir jetzt zur gleichmäßigen Konvergenz. Das heißt, wir müssen zeigen, dass das für alle x gilt. Und da müssen wir eigentlich nutzen, dass die größte Differenz, die wir haben, immer unser Minimum bzw. unser Maximum ist. Also das Maximum ist, okay, bei unserer Funktion, egal für welches n, immer 0. Und das Minimum ist bei jeder der Funktionen bei 0 angenommen und ist minus 1 durch n zum Quadrat. Das rechnen wir jetzt nicht aus, das könnt ihr mir wahrscheinlich im Kopf einfach ganz schnell mal einmal ausrechnen, das ist ja eher Schulstoff. So, das bedeutet, wir benutzen jetzt einfach mal die gleichmäßige Konvergenz, wie sie eigentlich im Skript ist, nur mit Maximum statt Supremum. Das Maximum über alle x, sodass fnx minus 0 in Betrag genommen wird, ist 1 durch n zum Quadrat. Okay, und wenn wir jetzt einfach mal nach der richtigen Epsilon-N-Kriterium, könnte man es jetzt mal einmal nennen, der gleichmäßigen Konvergenz geht, müssten wir jetzt, wenn wir ein Epsilon gewählt haben, ein N größer gleich 1 durch Wurzel E wählen. Könnt ihr einmal quasi oben einsetzen, dieses 1 durch n zum Quadrat, dann seht ihr, dass dann wieder Epsilon rauskommt.
Und damit erfüllen wir die gleichmäßige Konvergenzbedingung. Okay, das war's dann auch von diesem Teil. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke drücken. Ciao.